Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute wollte ich euch mal ein Softair-Gewehr vorstellen, und zwar das Heckler & Koch G36C. Dieses könnt ihr beim Verkäufer Zeil24 für 44 Euro versandkostenfrei auf Amazon bestellen. Den Link zum Produkt poste ich wieder im Textfeld unter dem Video. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Wenn ihr mal in der Google-Suche Softair-Waffe eingebt, ist der erste Link direkt ein Verweis zu Wikipedia. Und da könnt ihr euch dann sehr schön mal schlau machen in Bezug auf Softair-Waffen, wie, wann, was, wo überhaupt erlaubt ist. Und weiter unten gibt es auch rechtliche Infos. Das wäre dann dieser Bereich hier. Da könnt ihr euch dann mal einfuchsen und seid dann nachher auf der sicheren Seite. Und hier haben wir jetzt das G36. Die Verpackung schaut dann so aus. Und dann wollen wir das gute Stück jetzt mal auspacken. Das kann man dann so öffnen. Ja, und hier müssen wir jetzt mal das Plastik entfernen. Bevor ich das Gewehr gleich mal zusammenbaue, hier mal so die einzelnen Komponenten. Hier haben wir einmal das Gewehr selber, zeige ich nachher noch alles. Ladeadapter, Schalldämpfer, Zielfernrohr, Schraubendreher. Und unten drunter ist noch so ein bisschen Zubehör. Die Sachen haben wir jetzt alle ausgepackt und die werde ich dann gleich mal genauer erklären. Hier lag noch eine schöne Bedienungsanleitung mit dabei. Das Gewehr schaut so aus. Die Verarbeitung ist wirklich exzellent. Da gibt es nichts zu bemängeln. Gerade gedreht, das ist die andere Seite. Die Schulterstütze könnt ihr einklappen. Da drückt ihr einfach hier drauf. Und hier auf der Rückseite gibt es hier so ein Penippel. Da wird die einfach dann so drauf gedrückt und schon ist sie fest und ihr habt die Kurzversion. Hier gibt es drei Funktionen. Einmal nicht schießen, dann habt ihr hier Einzelfeuer oder Dauerfeuer. Hier haben wir das Magazin. Das lässt sich ganz einfach entnehmen. Den Hebel hier einfach nach vorne drücken und das Magazin dann herausnehmen. Das schaut so aus. Sehr detailgetreu wie das Original. Ihr habt hier so Penippel an der Seite. Da könnt ihr dann Ersatzmagazine dran machen. Hier oben kommen nachher die Kugeln rein. Könnt ihr folgendermaßen befüllen. Ihr steckt das hier so drauf, zack, und habt dann auch hier so ein Stäbchen, wo ihr die Kugeln so reindrücken könnt. Probieren wir das mal aus. Kugeln lasse ich es mal hier einfach so reinfallen. Zack, die sind jetzt da unten drin. Jetzt soll das hier so drauf und dann holen wir den Stab und stecken die Kugeln einfach hier so rein. Zack. Und schwuppsiwupps, schon sind sie im Magazin drin. 48 Murmeln sind jetzt im Magazin. Wie gesagt, das geht super schnell mit diesem System hier. Man kann natürlich auch einen Schnelllader benutzen. Das seht ihr dann aber dann in einem anderen Video, wo ich das ganze Zubehör mal vorstelle. Ist das Magazin befüllt? Steck mal das wieder in das Gewehr rein. Zack. Die Batterie, die sitzt hier drin. Dazu müsst ihr den Knopf hier mal runterdrücken und das Ganze hier nach vorne wegziehen.
Und die Batterie könnt ihr mittels des Ladegerätes, das haben wir hier, dann aufladen. Das müsst ihr dann halt dann so verbinden. Das hier wäre dann die Batterie. Und zum Aufladen steckt ihr das einfach hier so rein, zack. Und das kommt dann in die Steckdose rein. Ihr könnt auch noch einen Haltegriff an die Waffe anbringen. Das wäre dieser hier. Der wird hier einfach so drauf geschoben, dann durchgeschoben. Hier unten habt ihr so ein Rädchen, das dreht er nach oben. Dann dreht sich hier so ein Gewinde nach oben und dann ist das Ganze halt befestigt. Hier vorne kann man noch einen Schalldämpfer anbringen. Dazu müsst ihr das hier abschrauben. So, das hier wäre der Schalldämpfer. Der wird dann einfach hier so angebracht. Und das Ganze sieht dann so aus. Jetzt könnt ihr quasi lautlos schießen. Hier oben habt ihr dann noch das Visier. Mittels Schraubendreher könnt ihr die Höhe verstellen. Und hier könnt ihr das dann nochmal umschalten. Ihr könnt auch noch ein Zielfernrohr auf der Waffe anbringen. Das wäre hier oben auf dieser Schiene. Das Zielfernrohr zeige ich gerade mal. Das schaut so aus und kommt so auf die Waffe drauf. Also dass der kleine Knüppel hier nach vorne zeigt. Hier unten habt ihr Schrauben, die müsst ihr komplett rausdrehen und das dann auf die Schiene aufsetzen. Das machen wir gleich mal. Batterie haben wir auch. Und zwar, diese kommt hier oben rein und die wird auch mitgeliefert. Die Batterie ist eingesetzt. Jetzt machen wir den Deckel wieder drauf. Wenn ihr das Rotpunktvisier einschalten wollt, entweder rechts rumdrehen oder ganz links rum. In der Mitte ist immer aus. So, schalten wir mal ein. Rechts rum. Also mir kam es so vor, wenn ich rechts rum oder wenn ich ganz links rum drehe, dass die Leuchtstärke entweder zu oder abnimmt. Dann habt ihr halt noch an der Seite zwei Rädchen für die Einstellung. Und zwar einmal dieses hier für die Seitenverstellung beziehungsweise das hier oben für die Höhenverstellung. Also da geht das Geräusch zum Beispiel, wenn ich jetzt mal drehe hier, passt mal auf, das sollte jetzt weiter nach oben wandern. Ja, seht ihr, das geht jetzt weiter nach oben und wenn man wieder zurückdreht, geht es wieder genau in die Mitte. Ist jetzt blöd zu zeigen, aber ihr müsst dann halt mal durchgucken, das selber ein bisschen einstellen. Die Schrauben habe ich ein bisschen gelockert. Jetzt setzen wir das Visier so schräg drauf. Und dann müssen wir hier gucken, dass es so ein bisschen einrastet. Und dann werden jetzt hier die Schrauben nochmal festgezogen. Einmal. Zweimal. Und schon ist das Visier befestigt. Sollte euch mal eine Schraube verloren gehen oder abbrechen, eine wird als Ersatz mitgeliefert. Ein Trageriemen wurde auch noch mitgeliefert. Und an diesem könnt ihr dann die Waffe befestigen. Auf der rechten Seite befindet sich noch der Shoot-Up-Schalter. Da könnt ihr einmal Hop oder Normal einstellen. Dazu gehen wir mal gerade ins Internet. Was ist ein Hop-Up? Das Hop-Up-System besteht aus einem Gummischlauch, das am Laufende durch ein kleines Loch mit Hilfe eines Niederdrückers oben in den Lauf hineingedrückt wird. Durch die Reibung mit dieser Gummifläche im Lauf entsteht bei den BBs ein Drall, wodurch die BBs abgelenkt werden. Wenn die Waffe gerade gehalten wird, dann sollte die Kugel also nach oben abgelenkt werden, wodurch sich die Reichweite der Kugeln vergrößern. Wird die Waffe seitlich oder auf den Kopf gehalten, bekommt die Kugel entsprechend einen Seitendrall oder fällt direkt zu Boden. Bei vielen Airsoft-Waffen ist das Hop-Up einstellbar. Das heißt, hier lässt sich der Niederdrücker einstellen, beziehungsweise wie weit das Gummi in den Lauf hineingedrückt wird. Hier muss die ideale Position für den Niederdrücker gefunden werden, um der Erdanziehung entgegenzuwirken. Dann erreichen die BBs eine optimale Flugbahn.
Ist der Niederdrücker zu weit in den Lauf hineingeschoben, werden die BBs durch das Hub-Up ausgebremst und fallen nach wenigen Metern zu Boden oder aber sie fliegen in einem Bogen nach oben. Jetzt habe ich euch die Funktionen des G36 mal kurz erklärt und jetzt gehen wir mal eine Runde ballern. Ja, wir sind jetzt bei mir hier im Garten. Ich habe mal ein paar Distanzen ausgemessen. Hier haben wir 14 Meter, beziehungsweise wenn ich mich da einstelle, sind es 15 Meter. Hier vorne haben wir dann 10 Meter und der da vorne wären 5 Meter. Ich fange gleich mal bei 5 Meter an und versuche dann mal auf die Zielscheibe zu zielen und auch zu treffen. Und hier oben haben wir noch 3 Cola-Dosen. So, wir stehen jetzt hier auf 5 Meter Entfernung. Das Rotpunktvisier habe ich mal eingeschaltet. Die Waffe steht auf Hop und jetzt sage ich mal Go. Zack. Schauen wir mal, wie ich so. Oh, wei. Ich brauche ein bisschen Zielwasser. Alles hier so im oberen Bereich. So, noch ein Versuch aus 5 Meter. Und dann schauen wir mal wieder, wie unser Trefferbild so ist. Zum Glück habe ich genug Scheiben mit bestellt. Oh, das ist auf jeden Fall besser gewesen. Wir haben ein bisschen weiter unten angehalten. Und hier sieht man jetzt schön Trefferbild. Wir stehen auf 10 Meter. Und ich versuche es mal mein Glück. Boah, ich muss echt mein Visier, glaube ich, mal einstellen. Und ja, hier sieht man dann jetzt das Trefferbild. Zweiter Versuch aus 10 Meter Entfernung. Schauen wir mal. Oh wei. Ich muss echt ein bisschen besser zielen, aber das ist mit der Waffe gar nicht so einfach. Beziehungsweise, die ist ja mehr dafür ausgelegt, große Ziele zu treffen. Also man ballert sich ja damit selber. Und so eine kleine Zielscheibe ist halt mehr dafür gedacht, auf Sniper-Sachen. Ja, hier seht ihr halt mein Trefferbild. Jetzt sind wir bei gut 14 bis 15 Meter. Schauen wir mal. Jo, ich sag nur, die Hälfte hat getroffen, die Hälfte ist daneben gegangen. Und man sieht schon, da ist die Waffe zu schwach für. Die Kugeln sind alle abgeprallt. Da ist keine durchgegangen. So, jetzt gibt es noch eine Runde Dauerfeuer. So, 10 Meter Entfernung. Schauen wir mal, ob ich die Dosen treffe. Jo, die Dosen habe ich getroffen und mein anderer Nachbar freut sich jetzt über die Kugeln. Ja, jetzt habe ich euch das Heckler & Koch G36 Softwaregewehr auch mal vorgestellt. Ist ein wirklich tolles Produkt, hochwertig verarbeitet mit netten Extras. Das Rotpunktvisier. Retailsnahe Magazin, den Griff, den man hier dran machen kann, dann hat man ja noch den Schalldämpfer. Wer Interesse daran hat, den Link dazu pause ich im Textfeld unter dem Video, klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testbericht von YouTube. Ihr könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst auch kein weiteres Video. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.